Schön erstmal, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr. Wir hatten noch Zweifel, den Raum zu füllen, aber sind ja gut voll geworden. Ich glaube, ich erzähle einfach mal erstmal ein bisschen was zu mir. Wie Kai schon bereits gesagt hatte, ich bin David Bauer. Ich komme aus dem wunderschönen Mühltal im Odenwald, bin Gründungsmitglied und sogar Gründungsvorstand beim Freien Netz Südhessen damals gewesen in 2019. Habe eigentlich keinen wirklichen Netzwerk-Background. Also ich studiere Informatik an der Hochschule Darmstadt, arbeite als Embedded Software-Ingenieur und begleite so ein bisschen so den Freien Netz zu Südhessen durch die Gefilden. Achso, vielleicht da noch wichtig zu sagen, ich bin auch relativ aktiv bei der Freifunk-Firmware an sich, Gluon, welches von den meisten Communities verwendet wird, und auch beim OpenWRT Upstream-Projekt. Fangen wir mal an. Ich hatte es eben gerade erwähnt. Freie Netze Südhessen ist ein relativ junger Verein. Wir haben den Verein 2019 gegründet, um halt eben, wie ihr bestimmt wisst, die zu Neige gehenden IPv4-Ressourcen auch für unsere und vor allem auch für die Community-Netze zu sichern. Wir hatten selber keinen Adressspace, der wurde uns zur Verfügung gestellt. Sind da ein bisschen, haben den Wettlauf gegen die Zeit, sage ich mal, verloren. Das war sehr knapp, aber wir haben es verloren. Und hatten dann den Verein, dann kam Corona, ist die ganze Aktivität ein bisschen eingeschlafen, aber spätestens seit 2021 haben wir auch so ein bisschen die Vereinsziele, die wir haben, redefiniert. Also wir sehen uns mittlerweile als Plattform, die Community-Netze im Raum Südhessen und mittlerweile auch darüber hinaus zusammenbringt, sowohl bei politischen Aktivitäten wie auch zu schauen, wie kann man Ressourcen bündeln, Infrastruktur gemeinsam nutzen und natürlich ganz viel Spaß zu haben. Das darf natürlich nicht zu kurz kommen. Ansonsten sind wir in vielen Fällen auch an der Open-Source-Entwicklung an vielen Stellen beteiligt oder bringen dort unsere eigenen Ideen ein. Und unser Ziel natürlich auch als Verein ist, ein bisschen Netzwerktechnologie zu lernen und auch Leuten zu vermitteln. Also auch eine Plattform zu geben, wo man auch nicht direkt das Gefühl hat, hey, ich finde das alles super spannend und ich möchte da irgendwie mehr erfahren, um Leute, dieses Wollen zu haben, mit den Leuten, die das Wissen zu haben, zusammenzubringen. Genau, wir haben so ein paar politische Aktivitäten. Ich gehe da jetzt auch noch mal ganz kurz drauf ein. Aus unseren Reihen kam damals auch die Initiative im Sinne der Abgabenordnung, dass Freifunkvereine die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Das war damals ein relativ großes Problem. Hatten da eine Unterschriftenliste gesammelt und ich hatte tatsächlich die Seite, die gibt es sogar noch, nochmal durchgescrollt und hatte diesen Kommentar gefunden. Den fand ich zum einen witzig. Zum anderen habe ich gelernt, dass Emojis auch ein kursives Fontface haben. Fand ich gut. Ansonsten haben wir auch technische Aktivitäten natürlich. Wir haben einen sehr technischen Background. Wir hatten zum Beispiel, von uns kam die Integration von WPA3 Enhanced Open in den Linux-Netzwerk-Stack, sprich Network Manager GNOME, NM-Applet, nicht KDE. Oder auch in die Freifunk-Firmware. Da gehe ich später noch mal kurz zu ein. Wir sind momentan dran, den Support für 5G-Modems in OpenWRT in Performance zu realisieren, weil 5G-Modems sind per USB angebunden und die Datenraten sind mittlerweile so hoch, dass einfach der Buffer auf der SOC-Seite vorläuft. Und da sind wir dran, das zu lösen. Wir machen viel Board-Support bei OpenWRT auch aus unseren Reihen. Und hatten letztes Jahr die ersten Ansätze für Radio Resource Management, also sprich die Ressourcenverwaltung auf der Luftschnittstelle in Gluon integriert. Ich hatte es kurz gesagt, okay, da fehlt jetzt ein Slide, aber das ist kein Problem. Ich gehe mal kurz darauf ein, was OWE eigentlich ist. Enhanced Open ist WPA3 Enhanced Open, das die Wi-Fi Alliance. OWE ist das in der IEEE-Spezifikation. Ist ein Standard, um quasi ein Netzwerk, welches kein Passwort besitzt, einen verschlüsselten Daten- und auch Managementkanal zu geben. Das war für uns insbesondere wichtig, weil
damals so auf Endgeräteseite erstmal Roaming-Enhancements breit unterstützt wurden. Und Apple schreibt auch in ihrer Dokumentation, dass sie diese Standards erst unterstützen, wenn quasi ein verschlüsselter Management-Kanal zur Verfügung steht. Das kann man mit einem klassischen offenen Netzwerk nicht realisieren, dann fallen diese ganzen Features hinten runter. Und das war quasi der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, gut, um auch dort weiterentwickeln zu können und auch das voranzubringen, müssen wir das integrieren. Hatten dann in 2019 das zum ersten Mal ausgerollt und hatten es netzweit letztes Jahr im September aktiviert. Und man sieht das hier relativ gut, wo wir es netzweit aktiviert hatten, sind wir auf 15% gekommen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir noch dieses Jahr 50% der Clients, die wir im Netz haben, auch darüber erreichen können. Wir waren damals auch, meine ich, das größte Deployment, das erste große Deployment überregional davon, was uns natürlich auch sehr, sehr stolz gemacht hat. Also es ist immer wieder ein schönes Gefühl zu sehen, dass die Sachen, in die man die Zeit versenkt, in die man sich die schlaflosen Nächte auch raubt, dann materialisieren und auch gut funktionieren und verwendet werden. Ansonsten sehr technisch, wir haben auch praktische Aktionen. Wir haben sehr gutes Vertrauen mit unseren Lieferanten, was effiziente Palettenpackung angeht, haben aber natürlich auch die betreiben natürlich auch Infrastruktur dank unseren Sponsoren auch an der Stelle in mehreren Rechenzentren in Frankfurt, danke, wo man sich natürlich auch praktisch einbringen kann und auch wenn man jetzt quasi neu reinkommt auch sagen kann, hey, finde ich spannend, wo braucht ihr Unterstützung, immer gerne. Ich sag mal kurz ein paar Sachen, weil wir hatten es auf der letzten Slide gesehen. Wir haben ziemlich viele Access Points und wir hatten insbesondere jetzt Anfang 2022 so ein bisschen eine Diskussion, weil wir relativ schnell relativ viel Hardware benötigt haben, Access Points. Und was wir bei anderen, ich sag mal, Community-Netzen gesehen haben, ist ein sehr starker Faktor darauf, dass sie gesagt haben, hey, okay, wir kaufen jetzt bei einem Hersteller eine Lösung ein und kaufen halt irgendwie 100 Access Points von TP-Link oder von Ubiquiti oder Aruba oder was es da alles gibt. Und wir hatten uns damals aktiv dagegen entschieden. Warum? Grundsätzlich ist die Sache die, dass wenn wir einen vollen Open-Source-Software-Stack auf dieser Ebene fahren, komplett plattformunabhängig agieren können. Sprich, für uns muss ein Access Point in erster Sinne technisch und dem Umsatz Sinn machen und wir sind nicht darauf angewiesen, dass uns der Hersteller das auch gibt, was wir benötigen. Wir können einfach zu einem anderen Hersteller gehen, wenn wir spezielle Anforderungen haben. Wir können vor allem auch unsere eigenen Features ausrollen. Also wir hatten das bei OWE, konnten wir tatsächlich auf alle knapp 600 Clients ausrollen. Das ist ein Standard, der, meine ich, 2019 spezifiziert wurde. Und wir konnten es bis runter auf Hardware aus 2007 bringen. Das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Zum anderen natürlich auch, wir sind nicht an die Umstände der Hersteller gebunden. Also sprich, wenn jetzt ein Hersteller sagt, hey, wir haben eine Controller-Lösung und wir haben eine Access-Lösung, aber die Controller-Lösung unterstützt lediglich 2 bis 3 Generationen, dann sind wir mit unserem Stack auch freier, aus allen möglichen Generationen zu wählen. Und zum anderen natürlich auch, und das war für uns der größte Punkt, die Arbeit, die wir in unsere Software stecken, ist nicht nur etwas, was wir quasi sagen, das ist für die Zukunft, sondern wir können es auch auf bestehende Deployments ausrollen. Sprich, wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich stecke 5.000 Euro in Hardware, dann habe ich zwar für 5.000 Euro neue Hardware, aber das, was ich bereits davor hatte, wird dadurch ja nicht besser. Und dadurch, dass wir sehr stark unseren Fokus auf die Software setzen, sehen wir auch ein kontinuierliches Improvement in bestehenden Installationen. Und das passt natürlich auch super mit den Werten, die wir bringen können, weil wir können das auch nutzen, um Leute an das Thema heranzuführen und vor allem auch, ich sag mal, eine Verbesserung für alle zu erreichen dort. Das ist jetzt ein Beispiel, tatsächlich relativ aktuell, was ich hatte. Das war bei mir in der Hochschule, wurden Rundmails geschrieben mit, hey, wir haben so massive Probleme mit unserem Internet, mit unserem WLAN. Meldet mal, woran das liegt. Und das ist jetzt hier nicht drauf, aber die Probleme, die uns dort geschildert wurden, die waren sehr ähnlich mit dem, was wir im Hackspace in Darmstadt gesehen hatten.
Dort haben wir ein anderes Deployment von einem anderen Hersteller, aber auf derselben Hardware-Plattform, welche sich darin geäußert haben, dass man plötzlich nur noch 100 Kilobit Throughput hat, Clients vom Access Point fliegen, eine Verbindung nicht möglich ist, Zugangspunkt voll belegt oder einfach gar nichts passiert. Wir hatten das damals uns tatsächlich gar nicht so lange angeguckt, weil wir tatsächlich vorhatten, die Access Points zu tauschen und haben das dann einfach gemacht und hatten es erstmal vergessen. Ich bin dann da zurückgegangen, hatte damals die Logs, die wir hatten, nochmal angeschaut und ja, kann der Laser? Boah, wunderschön. Was wir hier sehen, ist quasi ein Packet Capture auf der Luftschnittstelle. Ich habe lediglich Pakete gefiltert, die in Access Point mehrfach versucht zuzustellen, die Retries sind. Und jetzt sehen wir hier zwei Sachen. Zum einen, dass über 70% der Pakete, die auf der Luftschnittstelle übertragen werden, retransmit sind. Und das Ganze freundlicherweise auch mit der niedrigsten Data Rate, die spezifiziert ist auf 5 GHz. Das hat uns natürlich erstmal stutzig gemacht, weil, wie gesagt, anderer Hersteller, komplett anderer Software-Stack, selbes Problem. Was ist hier passiert? Das war ein iterativer Prozess, aber grundsätzlich können wir es darauf herunterbrechen, dass Intel-Clients, also sprich Intel-WLAN-Karten in Laptops, in der Regel ohne Power, also sprich auf Battery, irgendwann ihre Block-Accession mit dem Access-Point verlieren. Block-Accession, ganz kurz, ist ein Terminus, der quasi beschreibt, dass ein Access-Point mehrere Frames, mehrere Pakete schicken kann und nicht jedes einzelne Paket vom Client acknowledged werden muss. Sprich, ein Access-Point kann 5 Pakete schicken, Client muss nur einmal acken, weniger Airtime wird verschwendet. Und das ist tatsächlich ein Bug in der Firmware von dem WLAN-Chip, von dem speziellen, der quasi dadurch, dass die Block-Accession verloren geht, die Pakete sehr, sehr oft retransmit, weil er sieht keine Acknowledgements. Der Intel-Client tut aber auch die ungeackten Pakete einfach ans Host-System übermitteln. Das hat dann den lustigen Nebeneffekt, dass ich einen Echo-Request sende und ich kriege 5 Replies zurück. Oder auch 50, je nachdem. Und dieses Problem ist auch, materialisiert sich dadurch, dass der Access Point zwar noch die Management Frames sieht, sprich, er erkennt nicht, okay, ich verliere jetzt über einen kontinuierlichen Zeitraum Pakete, sondern ich verliere zwar 70%, aber ab und an kriege ich noch was. Sprich, ich muss den Client jetzt nicht irgendwie trennen oder die Session neu establishen. Und tatsächlich, die Sache ist die, es passiert sowohl mit dem Open Source Stack wie auch mit dem proprietären Software Stack. Also wir konnten das auf allen Access Points mit diesem Chip auch gezielt triggern und reproduzieren. Ich hatte das dann damals, war ein sehr freundlicher Kontakt hin und her geschrieben und am Ende war dann der Status der, dass das Gerät netterweise 3 Wochen, nachdem das dem Hersteller mitgeteilt wurde, End of Support gegangen ist. Was jetzt den unschönen Nebeneffekt hat, dass man jetzt mehrere hundert Access Points hat, die nicht mehr sinnvoll funktionieren. Aber für uns ist dann noch ein viel, viel wichtigerer Takeaway daraus gekommen. Wir konnten das Problem tatsächlich nicht lösen. Also es ist in der Firmware von der Plattform, da kommen wir nicht dran, aber wir konnten eine Mitigation einführen, womit quasi die Session getrennt und wieder reestablished wird. Das war auch echt trivial, also es war wirklich eine Zeile Code, die wir ändern mussten und dadurch quasi die Packet Loss Detection vom Wi-Fi-Chip auf das Host-System, also auf das Linux, was dort läuft, wieder übertragen. Das Ganze ist natürlich nicht möglich mit dem proprietären Vendor-Stack. Die Plattform ist relativ alt, 7-8 Jahre. Das war die erste AC-Plattform, 802.11 AC, wo auch der Hersteller mittlerweile sagt, supporten wir nicht mehr. Wir haben das Problem gefixt in unseren neuen Chips, kauf halt unsere neue Hardware. Ja, und das ist natürlich für uns auch als Community-Netz natürlich kein gangbarer Weg, weil natürlich, klar, wir deployen Hardware auch selber, aber wir haben auch Leute, die quasi sagen, hey, ich finde die Idee cool und ich habe jetzt hier noch Hardware da gehabt oder ich habe mir Hardware extra dafür gekauft. Und für die ist natürlich auch, kannst du nicht sagen, hey, ja, tut mir leid, Intel hat seine Clients geupdatet und das funktioniert jetzt alles nicht mehr, da muss man neue Access Points kaufen. Genau, das waren so ein
paar technische Finessen, die wir hatten. Ich sage jetzt auch mal so ein bisschen, was wir noch planen für die Zukunft. Wir wollen tatsächlich auch auf Access-Seite, gibt es mittlerweile Open-Source-Switch-Plattformen mit einem Upstream-Switch-FDSA-Treiber, die relativ erschwinglich sub 1000 Euro sind mit 1G und 10G-Ports von Realtek. Damit möchten wir quasi evaluieren, ob wir die auch bei uns einsetzen können. Sind gerade auch daran, einen dezentralen Channel Coordination Daemon zu schreiben, sprich, dass wir quasi Netze, die wir deployen, untereinander selber ihre Channel wählen, wie es mittlerweile auch teurere Controller-basierte Lösungen haben. Und wir müssen auch langsam aber sicher unsere Core-Concentration-Infrastruktur updaten. Die existiert mittlerweile, sagen wir mal, seit 7 Jahren. 6 Jahren? 9, oh Gott. Off bei Faktor 2. Seit mittlerweile 9 Jahren und tatsächlich sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir auf einem, ich sag mal, Plastikrouter auch einen vollen Gigabit VPN-Traffic schieben können über WLAN. Wodurch natürlich wir in die Situation kommen, wir müssen auch an der Stelle quasi weiter wachsen und vor allem auch große Investitionen tätigen. Das ist tatsächlich bei uns eine relativ große Herausforderung. Ansonsten ist die Zukunft im oberen 6 Gigahertz Band bei WLAN noch relativ ungeklärt in Europa. Wir hoffen natürlich, dass wir das auch nutzen können für uns und hoffen es natürlich für alle, dass sie es nutzen können. Wir sehen aber auch, dass quasi die Mobilfunkanbieter diesen Teil vom Kuchen auch haben möchten. Ansonsten ist mittlerweile auch Secure Boot in den Vendor SDKs von den Herstellern angekommen. Sprich, während früher jetzt ein Hersteller selber eine Secure Boot Implementierung schreiben musste, was Aufwand ist und deswegen quasi nie gemacht wurde, ist es neuerdings dadurch, dass viele Hersteller ihre Mobile Expertise und die Networking Expertise zusammenlegen. Also Qualcomm, MediaTek versuchen da Ressourcen zu sharen. Und dadurch kommen natürlich auch mittlerweile die Secure Boot Features, die die Hardware halt eben hat, auch in dem Bereich an. Da müssen wir schauen, ob weiterhin es für uns möglich ist, so weiterhin Netze zu bauen, wie wir es bisher machen. Genau, das war jetzt relativ viel, deswegen kurze Pause. Ich möchte mich bei euch allen nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr gekommen seid. Natürlich auch vielen Dank an bestimmt viele hier im Raum, die Community-Netze schon seit langem unterstützen, sei es finanziell, mit ihrer Zeit, mit Ideen, mit dem Raum auch das zu nutzen. Vielen, vielen Dank. Wir sind da sehr, sehr dankbar und freuen uns noch auf einen schönen Abend mit euch. Ja, vielen Dank, David. Wenn es noch Fragen an David jetzt direkt gibt, gerne jetzt noch die eine oder andere Frage, sonst natürlich gleich beim Kaltgetränk im Anschluss. Ich finde es sehr spannend, dass doch sehr professionelle Softwareentwicklung im Ehrenamt da betrieben wird und fand es auch so als Vortrag so mal einen guten Überblick mit, wie krass tief man da eigentlich reingucken kann, ohne dass man da eine kommerzielle Firma im Hintergrund hat. Da danke für den Vortrag, auch für das Engagement und würde sagen, wenn keine Fragen kommen, gehen wir weiter zum Thomas.